Hallo zusammen, wir hacken heute mit euch dieses Muster, ein sehr schönes, einfaches Muster. So schaut das Muster aus. Sehr gut zum Beispiel für Schals, für Tücher, aber auch für Oberteile geeignet. Musterrapport besteht hier aus 6 Maschen plus 5 und man wiederholt stets 4 Reihen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Für das Muster schlage ich die Luftmaschen an. Dazu gehe ich unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal komplett um, halte hier unten den Faden fest und häkle die erste Luftmasche. Und dann weitere Luftmaschen anschlagen. So, jetzt in die vierte Luftmasche häkle ich das erste Stäbchen. Also Umschlag, in die vierte Masche einstechen, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch, die zweiten zwei Schlingen durch, das ist ein Stäbchen. Und in dieselbe Stelle steche ich ein und häkle das zweite Stäbchen. Jetzt häkle ich zwei Luftmaschen. Zwei Maschen überspringen in die dritte Masche, häkle ich jetzt eine feste Masche. Einstechen, Faden holen, beide zwei Schlingen durch. Zwei Luftmaschen. Zwei Maschen überspringen in die dritte Masche, häkle ich jetzt drei Stäbchen. Das erste Stäbchen, in dieselbe Stelle das zweite Stäbchen und in dieselbe Stelle das dritte Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Zwei Maschen unten überspringen. In die dritte Masche häkle ich eine feste Masche. Das ist Musterrapport für diese Reihe. Und das wiederholen wir stets. Also zwei Luftmaschen. Zwei Maschen unten überspringen. In die dritte Masche häkle ich drei Stäbchen. Das erste Stäbchen. Das zweite Stäbchen und nochmal ein Stäbchen, das dritte Stäbchen. Zwei Luftmaschen, zwei Maschen überspringen und eine feste Masche. Und das wiederholen wir stets, also eine feste Masche, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, eine feste Masche. Dann häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Jetzt bin ich am Ende der Reihe. Also ich habe hier eine feste Masche gehäkelt, zwei Luftmaschen. Jetzt überspringe ich zwei Maschen unten. In die dritte Masche häkle ich jetzt zwei Stäbchen. Und in die letzte Masche häkle ich dann nochmal ein Stäbchen. Und die nächste Reihe beginne ich mit einer Luftmasche, wende das Ganze und häkle in das mittlere Stäbchen, also hier eine feste Masche. Jetzt häkle ich drei Luftmaschen. Jetzt häkle ich hier in die feste Masche eine feste Masche. Drei Luftmaschen. In das mittlere Stäbchen von drei häkle ich eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Hier in die feste Masche häkle ich
Eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Und in das mittlere Stäbchen wickle ich eine feste Masche. So, das wiederholen wir stets. Also wir häkeln immer drei Luftmaschen und jeweils in das mittlere Stäbchen und in die feste Masche häkeln wir eine feste Masche. Jetzt bin ich am Ende der Reihe und da häkle ich in das mittlere Stäbchen eine feste Masche. Und hier zwischen steche ich nochmal ein und häkle die zweite feste Masche. Und die nächste Reihe beginne ich mit einer Luftmasche, wende das Ganze und häkle zwei feste Maschen. In die erste feste Masche eine feste Masche und in die zweite auch eine feste Masche. Jetzt häkle ich zwei Luftmaschen und hier unten in die feste Masche häkle ich jetzt drei Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Zwei Luftmaschen und hier in die feste Masche eine feste Masche. Zwei Luftmaschen in diese feste Masche drei Stäbchen. Und das wiederholen wir stets. Zwei Luftmaschen, eine feste Masche. In die feste Masche, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen in die nächste feste Masche. Und so häkeln wir dann weiter, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Am Ende der Reihe habe ich jetzt zwei Luftmaschen gehäkelt und jetzt häkle ich hier. Wir haben zwei feste Maschen, in die erste feste Masche eine feste Masche häkeln und in die letzte. Und die nächste Reihe beginne ich mit einer Luftmasche, wende das Ganze. Und häkle hier zwei feste Maschen. In die erste feste Masche eine und in die zweite. So, dann häkle ich drei Luftmaschen und in das mittlere Stäbchen eine feste Masche. Drei Luftmaschen. In die feste Masche auch eine feste Masche. Drei Luftmaschen. In die mittlere Masche eine feste Masche und so weiter. Drei Luftmaschen. In die feste Masche auch eine feste Masche. Und am Ende der Reihe häkle ich hier zwei feste Maschen. Die erste feste Masche und hier die zweite feste Masche.
Und die fünfte Reihe wiederholen wir ab der ersten Reihe. Ich beginne mit drei Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier in die zweite feste Masche zwei Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Ist praktisch genauso wie die erste Reihe. So, jetzt häkle ich zwei Luftmaschen und häkle hier in die feste Masche eine feste Masche. Zwei Luftmaschen in die feste Masche und drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen in die feste Masche, eine feste Masche und so weiter. Zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. Und das wiederholen wir dann stets. Und am Ende der Reihe häkle ich in die erste feste Masche, häkle ich zwei Stäbchen, das erste Stäbchen. Und das zweite Stäbchen und in die zweite feste Masche häkle ich das dritte Stäbchen. Und ab der zweiten Reihe häkeln wir dann weiter. Das heißt, ich beginne dann mit einer Luftmasche, wende das Ganze. Ich würde da auch an zwei feste Maschen häkeln, weil ich habe in der zweiten Reihe, glaube ich, gezeigt mit einer festen Masche. Also hier ein Stäbchen. Hier ein Stäbchen bei dem ersten Stäbchen die erste feste Masche häkeln und bei dem zweiten Stäbchen die zweite feste Masche. Jetzt drei Luftmaschen. Eine feste Masche, hier in die feste Masche. Man kann aber auch so häkeln, wie ich die zweite Reihe gezeigt habe. Das geht natürlich auch. Und dann wieder drei Luftmaschen, eine feste Masche, in die feste Masche und so weiter. So schaut das Muster aus. Ich häkle noch ein paar weitere Reihen. Euch wünsche ich viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.